Moin moin und herzlich willkommen am Sonntag, am Wahlsonntag, am Bundeswahlsonntag. Ich habe es jetzt ein paar Mal wiederholt. Zu Hardcore Colonization. Ich hoffe, ihr wart alle schon brav wählen. Wenn nicht, wenn einer von euch noch nicht wählen war, aber wahlberechtigt ist, seht zu, dass ihr euren Arsch hochbekommt. Der Stream läuft noch eine Weile. Ihr könnt wieder zurück sein, bevor ich fertig bin und geht wählen. So, genug Moralansprache. Jetzt aber erstmal Hallo an alle, die schon da sind. Da ist schon ziemlich Full House, so wie es aussieht. Der Serum ist schon da. Steam ist geil. Der Mickey, der Thorsten aus Mainz, Averborg, der Explodot, Navis. Wen haben wir da noch? Die Senfsoße, der Senfsoße, Entschuldigung. Es passiert immer wieder. Die Senfsoße bietet sich einfach an. Emojack und der Freedom Nas, der Mimir und. Jetzt muss ich mal gucken. TJ, der Daxer, Kazit. Nasradam hatten wir noch nicht. Und den Nervenkobold. So. Ah, Yengzan ist auch noch dazwischen. Seht ihr? So, und natürlich auch an alle, die noch nichts gesagt haben. Ja, wie gesagt, heute großer Bundestagswahltag. Ich gehöre nicht zu den Leuten, die euch ins Gewissen reden, was ihr zu wählen habt. Das muss jeder für sich selber wissen. Ich rede euch nur ins Gewissen, dass ihr wählen gehen solltet. Denn so eine Demokratie hat ihre Vorteile und dazu gehören halt ein paar Pflichten. Und die eine Pflicht ist, alle 4 Jahre mal den Arsch hochzubekommen, sich ein bisschen zu informieren und dann eine Entscheidung zu treffen. Und ich kann euch nur als Streamer, den ihr am Wahlsonntag euch ausgesucht habt, zu gucken, ins Gewissen reden, dass ihr wählen geht. Für die, die die Aufzeichnung gucken, ich hoffe, ihr wart wählen, sonst macht ihr jetzt die Aufzeichnung aus. So, haben wir das geklärt? Getränkewahl ist natürlich auch schon gesetzt. Es ist Sonntagnachmittag, also gibt es leckeren Kaffee. Und was machen wir heute? Wir probieren mal wieder, die Probe nach Duna endlich loszuschicken. 111 Tage sind es noch. Wir müssen aber vorher jetzt noch die Crew von der Moon Space Station landen und dann einmal in so 30, 40 Tagen checken, ob das mit der Nahrungsmittelproduktion auf der Moonbase auch so funktioniert, weil die hat offiziell nur 101 Tage Lebensmittel, aber theoretisch produziert sie mehr, als sie verbraucht. Also müssten wir eigentlich in 30 Tagen 100 mehr als einen Tag Lebensmittel haben. So, wunderschön, sehr schön. Gut, Österreicher und Nichtwahlberechtigte sind von diesem Aufruf natürlich ausgeschlossen. Und dann habe ich noch eine Public Service Information. Das ist heute an mir vorbeigeschrammt. Für alle von euch, die schon immer mal drüber nachgedacht haben, ob das nicht cool wäre, diesen Kanal, und ich sage das explizit für diesen, es gilt natürlich auch für alle anderen, aber ich meine natürlich diesen Kanal, zu abonnieren, um die coolen Smileys und sowas zu bekommen. Bis 2. Oktober können alle von euch, die noch niemals oder ich glaube in den letzten 32 Tagen, also im Prinzip noch niemals, diesen Kanal abonniert hatten, könnt ihr das für die Hälfte des Geldes machen. Also irgendwie alle Abos kosten nur die Hälfte, scheinbar bei Twitch irgendwie. Ich weiß nicht, ist irgend so eine Herbstaktion oder sowas. Bin ich nur drüber gestolpert. Also falls es bisher immer daran lag, dass ihr gesagt habt, so, boah, das ist mir eigentlich zu teuer, aber ich hätte eigentlich schon mal Bock drauf. Jetzt ist eure Chance. Bis 2. Oktober ist das alles noch deutlich runtergesetzt. Und jetzt fangen wir mal an mit Kürbelspielen. Nee, jetzt muss ich erstmal noch lesen. Gestern ein RSS-Marathon gegeben, die letzten 3 Ausgaben am Stück. Herzlichen Glückwunsch, das ist ausdauernder, als ich es selber bin. Ach so, eine Public Service Information dann trotzdem noch. Die Streams in dieser Woche, das könnt ihr auch im Kalender sehen, sind alle ein bisschen länger. Ich habe nämlich jetzt die nächste Woche Urlaub. Das heißt folgendes: Ich werde mich um die neue Tutorial-Serie kümmern für KSP 1.3. Da werde ich 10 Folgen vorbereiten. Die gehen dann irgendwann Ende dieser Woche hoffentlich online oder sobald ich mit dem Nacheditieren fertig bin. Und das heißt, dass wir RSS um 20 Uhr schon starten und bis 1 Uhr morgens spielen werden. Yay! Ich mache das wahrscheinlich dann irgendwie in 2 Folgen geschnitten auf YouTube. Und aller Voraussicht nach auch Hardcore-Kerbal von 20 bis 24 Uhr spielen. Ja, Urlaub ist ja nur so eingeschränkt. Ich habe dann quasi euch als Zweitjob im Urlaub und kann mich trotzdem ganz gut beschäftigen. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Dankeschön, Jack, aber auch für dieses kostenlose Twitch Prime-Abo. Schöner Kommentar. Das freut mich. So, 3 months in a row. So langsam kommen die ersten dem halben Jahr näher, muss ich feststellen. Gut, jetzt fangen wir mal wirklich an mit Kerbal-Spielen. Deswegen seid ihr hier, deswegen bin ich auch hier. Und wir bringen jetzt als allererstes mal unsere tapfere Besatzung. Genau, die sind jetzt auf der Escape Trajectory. Sehr schön. Die bringen wir jetzt mal nach Hause, weil die haben auch nicht besonders viel Supplies mit dabei. Genau, das nächste ist jetzt die Moonbase Bravo. Die hat jetzt schon 100, 105 Tage schon. Okay, sie hat schon ein bisschen hochkalkuliert. Da müssen wir halt, wie gesagt, in 30 Tagen nochmal gucken, ob das passt. Die Moon Space Station hat erstmal genug, dass wir auf jeden Fall den Start nach Duna machen können. Und die
Kerbin, oh Gott, kurzer Herzinfarkt, aber das mit dem Strom ist wahrscheinlich eine Fehlanzeige. Kerbin Space Station hat noch 250 Tage, da waren wir wohl sehr gründlich mit der letzten Versorgung. So, hallo, Fenster zu, danke. Und wir gehen jetzt mal die Crew Rotation zurückspielen. Zurückspielen, ja, zurückfliegen, aber es ist auch spielen irgendwie. Ja, ich habe übrigens gestern Cookie Stream mal gucken können. Cookie Stream mal gucken können. Wunderbar. Das war ungewollt, aber doch irgendwie klanglich schön. Und der Cookie hat gestern, Trommelwirbel, eine unbemannte Mondlandung hingelegt mit einer kleinen Sonde. Und zwar, ich habe es mir aufgeschrieben, am 329. Tag von 1960, das ist der 24.11.1960. Space Race is on, würde ich mal sagen. Also erstmal nochmal auch auf diesem Wege, ich habe es ihm selber schon gesagt, dicke Gratulation an Cookie für die erfolgreiche unbemannte Mondlandung. Zumindest schon mal, das erfüllt noch nicht unser Space Race, aber es ist ein wichtiger Meilenstein. Und jetzt habe ich so ungefähr 1,5 Jahre Zeit. Ich bin, glaube ich, im Juni 59 gerade, um nachzuziehen. Also Dienstag wird spannend. Mal gucken, wie wir da vorwärts kommen. So, hier ist einfach nur driften angesagt erstmal. Das werden wir auch genauso umsetzen. Supplies gehen drastisch zur Neige. Es wird alles weggefuttert. Endlich gibt es noch was anderes zu essen. Frische Marmeladenbrote, Eis, Fleischwurst, was man halt so mitnimmt auf so einen Raumflug. So, während wir uns in die Kerbin-Umlaufbahn bewegen. Und wir haben 2305 Delta V. Das heißt, wir können uns richtig schön in einen sanften, angenehmen. Warum ist ja das Licht aus? Was ist hier los? In einen angenehmen Erd-Kerbin-Orbit runterbrennen und dann einen sauberen Wiedereintritt machen in der Nähe vom KSC. So, und das heißt, wir machen jetzt auch schon mal den ersten Burn und zwar exakt hier. Das dauert einen kurzen Moment. Das riesigste Triebwerk haben wir ja nicht verbaut, aber im Großen und Ganzen, wir winken nochmal dem Moon, der unsere Heimat war. Ich glaube, die Crew war jetzt, ich müsste nachgucken, aber ich glaube, die waren fast 4 Monate draußen. 3 auf jeden Fall, ich glaube sogar fast 4. War eine sehr lange Crew-Besatzung. Und Johnny Edge, vielen lieben Dank für dein Follow. Willkommen bei den Kommonauten und ganz viel Spaß beim Zugucken. Wir haben ja gerade erst angefangen, also heute geht noch was. So. Ja. Ja, wie gesagt, also ich bin sehr gespannt auf Dienstag. Das wird knackig. Also da hat der Cookie echt gut vorgelegt. Der hatte ja in letzter Zeit so ein bisschen Probleme gehabt mit seinen RSS-Raketen. Die haben immer wieder gestreikt. Auch in der Folge, die er gestern gemacht hat, in dem Livestream waren viele unangenehme Sachen mit dabei. Wobei ich sagen muss, ein paar davon waren auch echt selbstverschuldet, Cookie. Falls du das hier siehst. Da musst du dich nicht über die Raketen ärgern, sondern nur über dich selbst. Aber hast du ja schon zu Genüge. Aber er hat es zum Schluss echt rumgerissen mit dieser Landung auf dem Mond. Das war schon echt ordentlich. Und er hat sie auch wirklich im ersten Versuch gepinnt. Also ob ich es so gut schaffe, weiß ich noch nicht. Ich werde mir natürlich Mühe geben. Und mein erklärtes Ziel ist ja ein Space Race, ist natürlich vor Cookie auf dem Mond zu landen. Mal gucken. Mal gucken, ob es hinhaut. Ich werde es versuchen, aber mal gucken. So, wir haben jetzt noch Essen für. Was ist hier passiert? Irgendwas ist da aufgegangen. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Boah, vielen lieben Dank für dein Abo und ich habe keine Ahnung, was ist da für ein Fenster? Das wird hoffentlich weggehen, oder? Jetzt ist weg. Okay. Ein Tag immer noch. Okay, dann sind wir noch safe. So, zack, zack. Dann ist ja alles gut. Also in 4 Stunden sind wir im niedrigen Kerbin-Orbit. Dann können wir doch mal Warp hier machen. Da ist ja alles relativ gefahrlos. Strom haben wir mehr als genug durch unsere gigantischen überdimensionierten Solarpaneele. So. Genau, Kami kommt nach Hause und neben Kami kommt auch der Marvild mit nach Hause und ich mach mal kurz Time-Warp aus. Bin ich schon an der richtigen Stelle? Ja, ich bin schon an der richtigen Stelle. Okay, wir kommen gleich an. 1 Minute noch. Was ist das da hinten? Irgendwas anderes. Was ist das? Oh, die Duda-Mission sagt uns einmal Hallo. Ja, du darfst nicht losfliegen, weil wir hier noch rumkaspern. Genau, Marvild kommt nach Hause, Kami kommt nach Hause, der Karl kommt nach Hause, Patrick kommt nach Hause,
Dustin kommt nach Hause und last but not least Igrushka. Und Igrushka hat auch die große Verantwortung, das Ding hier nach Hause zu bringen, im wahrsten Sinne des Wortes. Denn sie ist als Pilotin zuständig, das Teil zu fliegen. So, und jetzt gehen wir hier mal nah genug ran. Listen, Tranquility Base here. The Eagle has landed. Und Norddrache, auch vielen lieben Dank für deine Subscription und natürlich weiterhin ganz viel Spaß beim Zugucken. Ja, und vergesst nicht, wenn ihr subscribed habt, gibt es Kerbal-Smileys. Benutzt Kerbal-Smileys. Kerbal-Smileys sind gute Smileys. Eigentlich sind es die besten Smileys, die man haben kann. Deshalb müsst ihr sie unbedingt benutzen. Dann war das Ganze auch nicht umsonst. Okay, umsonst war es sowieso nicht und erst recht auch nicht kostenlos. Aber es war auch nicht umsonst, weil hier natürlich hochklassiger Weltraum-Content geboten wird. Fast so gut wie bei Emojack, mit fast so einer sexy Stimme wie bei Emojack. Aber man kann halt nicht alles haben. Aber deshalb gebe ich immer auch das Geld, was ihr mir gebt, in der Subscription an Emojack weiter. Das ist im Prinzip so der Kirchenzehnt, sage ich mal, den ich abtreten muss. Dafür gibt er mir regelmäßig Stimmtrainingsstunden. So. Ein bisschen spät zu brennen angefangen, aber wir bremsen das jetzt einfach mal durch. Muss nur die Peri ein bisschen im Auge behalten. So, wo ist denn... Das KSC ist hier gerade. Der stumpfe Weg wäre natürlich, es komplett zu bremsen. Reicht aber von der Geschwindigkeit her nicht ganz. Ah, noch eine Rotation heißt, dass wir wahrscheinlich eine Nacht... Obwohl, es könnte mal... Wird knapp. Wird knapp. Mal gucken. Mal gucken, wie schnell wir eine Rotation hinbekommen. Wie geht der Smiley mit Doppelpunkt Kerbal irgendwas? So wie die anderen den machen. Tipp einfach mal Kerbal irgendwas. Wie heißt denn der? Kerbal, Doppelpunkt Kerbal. Winter 11 Abo Kerbal. Oh mein Gott, so viele Mondlandungen kann ich gar nicht durchziehen. Mimir, vielen lieben Dank auch für dein Resubscribe. Der zweite Monat schon. Das freut mich natürlich immer besonders, wenn jemand sich nach dem ersten Monat sagt, das war kein Fehler, das kann man weitermachen. Vielen lieben Dank. So. Ja, es wird langsam, es wird langsam. Also wir müssen gucken, dass wir jetzt eine relativ niedrige Umlaufbahn hinbekommen. Damit wir schnell wieder da sind. Damit wir eventuell noch in der Nähe vom KSC landen können. Zu einer vernünftigen Tages-Nachtzeit. Das wäre schon ganz schön. Das wäre schon ganz schön, ja. Oh genau, die Patreon-Leute, ja, genau. Zum Beispiel den Thorsten als einen der langjährigsten oder lang... Ist das schon ein Jahr? Ich weiß gar nicht. Ich muss mal gucken, wie lange ich Patreon jetzt schon nutze. Die Patreon-Unterstützer sind natürlich auch immer ganz vorne mit dabei. Da müssen wir mal gucken. Ich wollte mir das demnächst mal anschauen, ob man das nicht irgendwie vereinheitlicht, weil es ist ein bisschen schade. Ich kann euch die Smileys hier leider nicht geben. 14 Monate schon. Thorsten, 14 Monate. Weißt du, wie lange das ist? 14 Monate lang. Das ist über ein Jahr. Total verrückt. Die Zeit verfliegt. Danke, Thorsten. Und natürlich auch alle anderen Patreon-Unterstützer. Aber in diesem speziellen Falle der Thorsten. Ich bekomme Funds für die Manager. Das kann natürlich sein. Warte mal, ich muss mal ganz kurz ausmachen. So. Das kann sein, weiß ich aber nicht. Und ich kann dir noch nicht sagen, wann du als Manager auf den Mann kommst. Wir werden die Basis natürlich nach und nach erweitern. Jetzt gerade sind wir am Vorbereiten der Minmus-Basis, um da zumindest so einen ersten... So, jetzt noch mal gucken. Ja, das könnte aber noch klappen, dass wir hier... Ah, wir kommen sogar noch mit Supplies durch. Das könnte noch klappen, dass wir... Oh, naja, nee, wird nicht klappen, glaube ich. Ist zu langsam. Naja, dann landen wir halt in der Nähe vom KSC. Ich bin mal nicht so. So. Und dann gehen wir hier mit der Peri runter. Das sind nochmal 200. So, schön auf knappe 20 Kilometer. Das sollte uns einen schönen Eintrittswinkel geben. Dann gucken wir mal, wo wir rauskommen. So, das Ganze ist ein Burn von 1,53, das heißt, wir können da einfach hinwarpen. Und dann hauen wir einfach mal hart die Bremse rein. Ja, und das werden wir auch testen. Also, Kazit, alles gut. Der Tag wird kommen. Wir müssen dann nur noch ein bisschen die Basis erweitern, um auch so ein bisschen... Auf Moon testen wir ja quasi alles.
was wir woanders anwenden wollen. Das heißt, wenn Manager und solche Ausbaugeschichten, dann wird das als erstes auf dem Moon passieren, definitiv. Eben weil wir dort relativ kurze An- und Abreisewege haben und ich Fehler ausgleichen kann. Während das natürlich auf Minmus schon beginnt, schwieriger zu werden. Auf Minmus ist man halt schon mal ja, eine gute Woche, 10 Tage, je nach Anflugwinkel unterwegs, bis man da ist. Und eine Ike war ich noch nicht. Ich war noch gar nicht interplanetar. Wir haben im Orbit kreisen eine Duna Probe. Irgendwo ist sie. Mission to Duna, genau. Das wird unser erster unbemannter Aufklärungssatellit, der nach Ressourcenscan einen kleinen Rover mit dabei hat. Spezialität, der Rover ist ein Quadcopter. Und jetzt super Spezialität, der Rover ist ein atomreaktorbetriebener Quadcopter. Alle Buzzwords benutzt. Genau, das wird eine spannende Mission, glaube ich, falls sie nicht beim Eintritt in die Duna-Atmosphäre verglüht. Die besteht im Prinzip aus einem Orbiter und einer Landeeinheit. Und die Landeeinheit hat eben einen Hover-Rover mit dabei. Und der Orbiter hat all das wilde Gerät, um Ressourcenscans und so weiter zu unterstützen. Ja, und jetzt, wie gesagt, also in 111, jetzt wahrscheinlich nicht mehr ganz 111 Tagen. 110 Tagen und 5 Stunden haben wir unser wildes Wiedereintrittsfenster. So, jetzt müssen wir hier mal langsam gucken, dass wir anfangen, Dinge zu machen. Wir wollen nach Altitude, aber das war mir ein bisschen zu kritisch, muss ich sagen. Copy. Copy. Also ich mach mal schon bei 4000 auf, damit wir einfach den Full Deploy ein bisschen haben. Zack. Und dann machen wir den auch schon mal scharf. So, wir sind vorbereitet. Game is on. Wir sind jetzt unwiderruflich auf dem Weg nach unten. Sind auch schon in die Atmosphäre eingetreten. Und werden uns jetzt von diesem Part hier trennen. Wohl oder übel. Ja, ist der Decoupler. Alles gut. Und dann gehen wir retrograde und hoffen das Beste. Und hoffen mal das Beste. Sonst habe ich echt auf einen Schlag 6 Kürbis versenkt. Das wäre richtig traurig und bitter. Wir haben bisher, glaube ich, nur einen Toten zu beklagen, also einen toten Kurbonauten. Ein paar Touristen sind auch dabei draufgegangen. Bisher ist nur der Fischkopf verreckt. Durch einen ganz hässlichen Fallschirmunfall. Dadurch habe ich auch gelernt, dass ich das Full Deploy vielleicht ein bisschen höher setzen sollte. Nicht auf 700 Meter oder so. So, unser Ablator beginnt zu arbeiten. Wir kommen jetzt rein und mal schauen. Also ich denke mal, wir werden nicht am KSC landen. Aber wahrscheinlich so ein bisschen in die Nacht hineingehen. Lernen durch Köbelopfer. Ja, muss eigentlich nicht sein. Und hallo auch an den Pü und natürlich auch hallo an, wer ist denn noch reingekommen? Der Bex, der Jannekai. Wer ist noch dazu gekommen? Wen habe ich noch eventuell übersehen? Ich glaube, den Rest habe ich mitbekommen. Wenn nicht, sagt einfach nochmal Hallo, dann sage ich auch Hallo. Und wir werden wahrscheinlich gleich unsere Paneele verlieren, was auch total okay ist, wenn die wegexplodieren. Die sind nämlich nicht so gut geschützt. Der ja, hast du es auch dazu gekommen. Hallo, hast du. So. Wie ist das eigentlich heute? Könnt ihr heute einfach mal so, um es rauszufinden, wir haben jetzt ungefähr 50 Zuschauer, sagt die Statistik. Könnt ihr die Auflösung auswählen? Also, oder müsst ihr 1080p gucken? Ich habe heute übrigens mal auf 30 Frames per Second runtergestellt, um die Bandbreite ein wenig zu reduzieren. Und jetzt 60 Frames ist ja nicht unbedingt das, was man bei KSP unbedingt braucht. Da könnt ihr mir gerne mal Feedback geben, ob das funktioniert, weil ich versuche das noch so ein bisschen für mich auch rauszufinden, ab welcher Höhe das eigentlich triggert, dass ihr wählen könnt. Sehr schön. Gut, das geht also. Gut, also wissen wir schon mal, ab 50 Zuschauern geht es auf jeden Fall. Ich hoffe, es geht auch mit ein bisschen weniger. So, jetzt werden wahrscheinlich gleich, also ich versuche mich nicht zu erschrecken, versucht ihr euch bitte auch nicht zu erschrecken. Es wird jetzt an irgendeinem Punkt wahrscheinlich eine Explosion geben. Wenn diese Solarpaneele, von denen ich übrigens überrascht bin, dass die immer noch dran sind.
wegexplodieren. Das wird nämlich gleich passieren. Ich hoffe, dass sie uns nicht zu viel Hitze nach innen übertragen. Echt gut Temperatur auf der Kapsel, ne? Ich hoffe, das geht nicht schief. Aber noch zeigt die Kapsel keine Tendenzen des Overheatings an. So. So. Here we come. Kritische Phase des Wiedereintritts. Wir sind jetzt, glaube ich, so langsam kurz vor der maximalen Hitzeentwicklung. 206 Ablator pro Sekunde werden verbraucht. Die Kapsel an sich kriegt aber bisher keine Overheat-Effekte, auch wenn sie hohe Temperaturwerte anzeigt. Das ist auch nicht so ganz sauber in der Temperaturnummer mit dem Heatshield davor, aber gut. Gut. Da sind die Panels weg. Jetzt sind wir auch wieder ein bisschen aerodynamischer und wir gehen vom Ablator auch schon wieder runter. Das heißt, über den kritischsten Punkt der Hitzeentwicklung sind wir drüber. Und das sieht echt gut aus, dass wir diese Bucht hier zwischen den Wüsten treffen und einen schönen Splashdown haben. Splashdown ist immer ganz angenehm, weil er einfach nochmal ein bisschen weicher ist. Falls wir ein bisschen schneller runterkommen, ist der Impact nicht ganz so schlimm wie auf dem Boden. So. Gut, ich glaube, wir sind durch. Der Pre-Deploy sollte nach meiner Einstellung bei ungefähr 8000, nee, bei relativ exakt 8000 Meter kommen. Sehr schön. Und dann bei 4000 und ein bisschen der Full-Deploy. Fallschirm ist scharf, Fallschirme sind noch rot. Wir haben aber auch noch ein bisschen Zeit, bis wir auf die 8000 Meter kommen. Kapsel verhält sich soweit ganz gut. Der Wiedereintritt war echt in Ordnung. Also die können wir auch behalten, glaube ich, wenn jetzt nicht noch irgendein Unfall passiert. Ist das, glaube ich, eine schöne Nummer, um 6 Leute Crew zu rotieren. Und ja, die sind natürlich aktiv. Sieht man an diesem leicht bläulichen Schimmer. Wenn die so ganz leicht bläulich sind, sind sie scharf gemacht. Ansonsten kann man hier natürlich auch nochmal gucken. Wenn da Disarm steht, dann sind sie scharf. So, 14.000 Meter. Wir kommen runter. Ich hoffe, wir treffen nicht so eine einsame Insel da. Das wäre eigentlich auch mal ganz witzig. Auf so einer kleinen Insel landen aus Versehen. Schön hier. Echt schön. Können Sie noch ein bisschen baden gehen, bis die Rettungsflugzeuge da sind? So. Was sagt der Fallschirm? Der Fallschirm sagt Pre-Deploy in 5, 4, 3, 2, 1 und raus. Pre-Deploy ist durch. Wir beginnen auch schon zu bremsen. Pre-Deploy, immer noch Pre-Deploy. Wir gehen jetzt auf die 4000 Meter runter. Bei 4045 Metern kommen wir in den Full-Deploy. Der wird dann 6 Sekunden dauern. Danach haben wir eine Antwort, ob wir langsam genug sind. Wenn nicht, kann ich den Hitzeschild noch abwerfen, um Gewicht zu sparen. Und das auch nochmal eine Erfahrung. Also wir könnten wahrscheinlich sogar aus einer direkten Moon-Umlaufbahn oder aus einem Moon-Escape-Trajectory direkt eintreten, so viel Blader wie wir haben. Okay, das sieht aber gut aus. 6,5 Meter pro Sekunde. Da können wir mit arbeiten. Da können wir deutlich mit arbeiten. Gut, dann lasse ich jetzt einfach mal den Zeitraum verlaufen, um runterzukommen in Richtung Wasser. Dafür war jetzt natürlich das frühe Full-Deploy ein bisschen ungeeignet. Das können wir beim nächsten Mal so auf 2000 Meter runterziehen. Das reicht. Aber fliegt sich schön. Also das ist ja auch ein sehr, sehr sicherer Heimflug. Also, dann könnt ihr schon mal froh sein. Also alle, die hier drin sitzen, sind, glaube ich, ziemlich safe und werden frohen Mutes und voll körperlicher Gesundheit strotzend wieder festen Boden unter ihre Füße bekommen und dann einen kleinen Heimaturlaub machen können. Ihr könnt natürlich auch gerne, wenn ihr sagt, ich war jetzt auf der Mondstation und das hat mir jetzt auch gereicht und ich will mal woanders hin, im Formular könnt ihr die Destination eures Kerbals auch ändern, wenn ihr mal woanders hinfliegen wollt. Genau, ich werde dann mir meine Crews immer zusammenstellen und natürlich auch immer frische Rekruten mit reinziehen. Ach, seht ihr, da habe ich ganz vergessen, diese zwei komischen Namenlosen. Die habe ich noch nicht umeditiert, das muss ich noch machen. Es wird aber auf jeden Fall in der nächsten Folge, also nächsten Sonntag, ich werde mich diese Woche mal hinsetzen und ein paar Kerbals rekrutieren. Also da kommt wieder ein Schwung Rekruten rein.
um das alles mal ein bisschen vorzubereiten. Zum einen Minmus noch ein paar Leute mehr, dann für den Moon ein paar neue Rollen testen und ich denke, ich werde auch schon mal die ersten zwei, drei Leute für Duna mit reinnehmen, damit sie ins Trainingsprogramm kommen können, denn wir müssen sie ja vorbereiten. Ich will nämlich, wenn die Duna-Leute losfliegen, möchte ich, dass sie schon ein paar Sterne haben. Und Michael der Twitch, vielen lieben Dank und viel Spaß beim Zugucken. So, noch 900 Meter, dann kommen wir endlich im Wasser runter. Ist das auf Laite? Nein, das ist auf Kerbin. Wir kommen gerade nach Hause. Wir kommen von der Moon Space Station. So weit sind wir noch nicht. Wir sind gerade mal mit Ach und Krach bis nach Minmus vorgedrungen und bereiten uns gerade auf die erste unbemannte Erforschung von Duna vor in unserem Kolonisierungsprogramm. Hier wird nämlich nicht nur einfach irgendwo hingeflogen, hier wird direkt auch immer eine Kolonie aufgebaut, die dann versucht, so eigenständig wie möglich zu werden. Was bisher in der Erfahrung, ich weiß nicht, wie ihr das so seht, für relativ viel Aufwände sorgt von Dingen, die schiefgehen können. Also bei der Konzeption der Basen kann ich noch besser werden. Aber da fehlen mir auch noch ein paar Bauteile. Also ich hoffe, dass jetzt mit den schöneren Bauteilen vielleicht auch schönere Basen zustande kommen. Oh, das sah noch gar nicht so tief aus. Sehr schön. Aber da sind wir unten. Sehr gut. Und Recover Vessel. Crew Rotation sollte jetzt abgehakt sein vom Vertrag her. Mal gucken. Das gibt hoffentlich auch ein bisschen Kohle. Das war ja alles nicht nur aus Spaß. Das haben wir auch gemacht, weil wir einen Auftrag dafür hatten. Sagt die Theorie zumindest. Trommelwirbel. Jawohl, da blinkt irgendwas. Das ist mal gut. Also, Science haben wir sogar noch 16 Science gekriegt. Parts auch nochmal ein bisschen was recovered. Und die Crew ist zurück und unsere gesamte Crew ist jetzt auf Level 1, weil sie wieder sicher zu Hause angekommen ist. Sehr schön, damit haben wir schon mal ein bisschen was freigeschaltet für die Jungs. So, und wir haben nochmal 180.000 Funds bekommen dafür, dass wir die Crew Rotation abgeschlossen haben und damit auch einen Vertrag abgeschlossen haben. Und jetzt gibt es so viel eigentlich nicht mehr zu tun. Science Data from Surface of Minmus läuft noch. Der High-Resolution Altimetry Scan ist zu 53% durch. Sehr schön. Wir können mal gucken, was die Vertragsgötter uns so gegeben haben. Wir haben jetzt nämlich wieder einen Slot frei. Plant Flag on Minmus wäre natürlich nicht ganz fatal. Wir werden da bald bemannt hinfliegen. Gibt es sonst noch was Dunariges? Nee, ne? Oder irgendwas mit den Bases. Wir könnten für die Moonbase Bravo gibt es eine Science Expansion, es gibt eine Crew Expansion, Life Support Expansion, Supply Run, brauchen wir im Moment, aber wahrscheinlich, den könnten wir natürlich nehmen, falls das mit der Nahrungsmittelproduktion nicht klappt. Science Experiment on Kerbin Space Station. Wir können uns den hier in der Hinterhand natürlich halten. Wie lange ist der gültig? Unendlich. Wie heißt der Mod? Das hier ist der, oh Gott, irgendein Contract Pack. Base and Station oder irgendwie sowas, Contract Pack? Irgendwie sowas. Also auf jeden Fall such mal bei Seekern einfach nach Contract. Dann wirst du so ein Zeug finden. Ja, schwierig. Space Around Minmus Science Data. Das ist natürlich einfach zu erledigen. Das können wir uns direkt mal geben. Wie viel kriegen wir denn dafür? Das kann ich nämlich einfach erledigen. Da fliegt Zeug rum. Hahaha. Das machen wir mal schnell. Da habe ich nämlich was im Orbit schweben. Dieses Magnetometrik-Vermessungsteil. Das kann schön Science Daten rausschicken. Das ist, glaube ich, dieser Minmus-Länder. Der hat irgendwie so ein Magnetometer oder sowas dran. Da schicken wir einfach Science rüber. Fertig. Auftrag erledigt. Slot wieder frei. Kohle gekriegt. Sehr schön. So einfach kann das gehen. So. Der hat sogar viel, viel mehr. Was haben wir hier? Nee, das nicht unbedingt. Ah, hier, guck mal. Log, Temperatur. Und funken wir einmal kurz nach Hause. So.
Sind wir eigentlich mit diesem Magnetic Field Minmus-Ding sind wir durch, oder? Ja.